Freitagabend, 17.07. ganz spontan entschieden, jetzt wird gemäht. Ja, ganz spontan. Wie immer. Ja, mache ich halt immer so. Am Trommelmäher, das habe ich schon gemacht. Das ist bei weitem nicht so schön, da darfst du mal auf noch mehr. Ich bin 10-mal schneller.
das auch schon mal umgefallen ist. Hoher Pickhall und langsamer Gang. Ja. Oder für stehen bleiben. Ja, das erste Mal rumgeholt ist, hohe Drehzahl, langsamer Gang, damit das Material jetzt gut geknickt wird. Das ist ja alte Fahrheuwende, KH4S. Nichts Modernes mit Wasser, Teufel, wie viel Zinkenbohrer und ein Kreisel dran. Das sind 4 Zinkenbohrer pro Kreisel. Und ja, damit das schön geknickt wird, beim ersten Mal mit hoher Drehzahl und alles, was danach kommt, dann schnellerer Gang und geringerer Drehzahl, dass es eben nicht total zerflettert. Das erste Mal macht man es, dass die Halme geknickt werden, dass es leichter drücken und alles weitere wird dann bloß noch leicht durchgewinnt, damit es nicht dann so viel Bröckelverlust gibt. Das war's für heute. Zweimal rumgehalten. Gerade noch einmal durchgefahren. Ja, es drücken schon ganz schön. Es ist ein bisschen luftig. Die Sonne ist schön da. Zwischendurch sind immer mal Wolken. Ja,
Der Nachbar drunten hat auch gemäht. Er verlässt sich wieder darauf, dass wenn es bei mir gemäht ist, dann bleibt das wieder schön, dann kann er auch mehr. Wenn er vorhin schon gesagt, das wird wahrscheinlich nur ohne Garantie klappen, aber ja, ich habe jetzt wie gesagt einmal mit der ersten Fläche angefangen. Das Stück da unten. Das ist einmal Anfang. Ja, vorhin ist er dann auch gekommen, die haben mit dem Trommelmäher gemäht. Lacherschaden, kaputter Dollschaden quasi. Die können auch nicht weitermachen, ob ich schneller mal mit dem Mähwerk kommen kann. Ja, der IHC, der wo am Kippe drauf hängt, da sollte Kompost verfahren werden. Also so Ästlis-Zeichen und Zeichen. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn dann kann ich höchstens mit dem Balken vom K15 machen. Da ist zwar der Heilwinde drauf, aber der ist schnell abgebaut. Und dann machen wir es mit dem Balken. Ja, war noch auch recht. Ja, dann bin ich schnell mit meinen kleinen 15ern unter und habe dann die Flächen gemäht. Ist ein bisschen größer wie das, was ich da gemäht habe, nur ohne Barme. Ist wunderbar gegangen. Überhaupt kein Stopfen, nichts. Ich habe auch ein paar Mal so spitze Kanten rausgemäht. Oder wieder in so Dreiecke reingemäht. Also ein schmolzdünnes Dreieck. Wenn du da mit dem Balken reinfährst, dann hast du automatisch auf einer Seite vom Balken immer gewusst, dass das Gemäht damit erwischt. Hat den Balken nicht gejuckt, das ist einfach mit drüber gerutscht. Wunderbar gegangen, also ich bin echt begeistert. Entweder liegt es am Hersteller Busatis, dass die wirklich so ein saugutes Mähwerk gebaut haben, weil das geht wirklich gut. Oder es liegt an der geringer Größe, weil das bloß 1,35 Meter ist, weil eigentlich das Busatis ist am KL 300 Jahre dran. Bloß mit deutlich größerer Größe. Aber gut, ja, funktioniert. Ich bin zufrieden. Schwartbrett hat auch seinen Dienst getan. Die haben auch recht hochsgroß gehabt. Gemäht habe ich da unten im dritten Gang. Ich habe das nicht gefilmt. Aber ist richtig schön gegangen. Also im dritten Gang mit Schwung durch und wenig Drehzahl. Das Einzige beim Fahren weiß ich nicht, ob ihr das gehört habt. Da hat immer mal was so metallisch geklappert gehabt. Das ist das Schutzblech unten vor der Riemerscheibe. Das stößt unten auf die Grusa-Riemerscheibe drauf. Und das gibt immer so einen blöden metallischen Klack-Klack-Klack-Klack-Klack-Klack-Ton. Es ist grundsätzlich, ja, was heißt nicht schlimm. Fürs Schutzblech ist es nicht gut, weil das macht sich natürlich auf Dauer kaputt. Da muss ich ja mal gucken, was ich noch machen kann, weil ich habe das schon x-mal umgerichtet und wieder gebogen und ein wenig anders geschwarzt. Und das Ding, das macht Eiche. Wirklich wohl. Naja. Was ich noch irgendwie eine Gelegenheit finde, dass das Ding einmal läuft. Jo, so viel auf jeden Fall für den Samstag. Thank you.
Ja, und dann haben wir hier das Ende vom Video. Ja, warum eigentlich? Grund ist ganz einfach. Ich habe jetzt bloß zwei Filmschnipsel noch vom Pressen mit dem KL300 und vom Ballenfahren mit dem Allgäu und mit dem Kipper. Der Grund ist ganz einfach. Ich bin heute auf einer Baustelle gewesen, die ist rund 20 Kilometer von da. Dort hat heute einmal gescheites Wehe angefangen. Dann ist schwarz geworden, du hast Gewitter gehört im Hintergrund. Und dann habe ich da am angerufen, weil das war genau die Zugrichtung Richtung Kulmbach von dem Gewitter. Hab daheim angerufen, hab Bescheid gegeben, dass da was kommt. Der Vater hat schon gesehen, dass irgendwas im Busch ist. Und hat gesagt, der ist eh gleich auf dem Weg heim. Und dann will er es einfahren. Ja, das war so auf 2:30 herum gewesen. So. Bis um 4 ist die Baustelle gegangen. Dann waren wir so auf, ja, kurz nach 4 in Kulmbach. Ich gleich ins Auto heim. Der Vater war schon dabei, hat uns schon eingefahren. Gerenkt hat es bislang noch nicht. Ja. Er hat gepresst gehabt mit dem KL300, hat vorher mit dem Schwader irgendwas zusammengetan. Da hat mir meine Mutter noch ein kleines Video geschickt. Ich muss auch mal gucken. Also, wenn ihr es gesehen habt, dann wisst ihr, es hat geklappt mit Reizefügen. Wenn nicht, das waren ganz kurze Videoaufnahmen. Es ist leider nicht mehr geworden. Ich habe es anders geplant. Ich habe eigentlich die Akku von der Drohne geladen, weil ich das mit der Drohne mal filmen wollte, das Pressen von oben. Ja, wie es halt immer so ist, kommt immer anders, wie man denkt. Auf jeden Fall, das Zeichen ist daheim. 40 Ballen sind es gewonnen auf der Fläche. Ist im Vergleich zum letzten Jahr, da waren es 25 Ballen von da unten, ja, Steigerung von 15 Ballen. Also, was das betrifft, auf jeden Fall schon mal saugut, bin ich zufrieden. Die Qualität ist auch top. Es waren jetzt ein paar ganz kleine grüne Stellen noch dabei, die ein wenig feucht waren. Die Ballen muss ich ein wenig beobachten. Es ist nicht 1000% Drucken, aber Drucken ist es. Also, das ist wirklich, das habe ich letztes Jahr auch gehabt. Wenn du bei Mäher dann irgendwo ein bisschen übersehen hast, wenn du nicht erwischt hast, der Heu, wenn der reißt dann irgendwann mit ab und den hast du dann mit dem Heu drin, das kann ja passieren. Hätte vielleicht nur eine Durchlänge liegen müssen. Das Risiko war allerdings, dass es halt, wie gesagt, nass wird. Ja, mit nass werden ist dann nichts geworden. Es hat zwar vorhin dann wirklich so ausgeschaut, als geht es jeden Moment los. Ich habe schon gedacht, naja, gut, die Presse wird jetzt gewaschen, aber das Heu steht wenigstens drucken. Ja, ein Scheißdreck. Es hat sich wieder verzogen, der Wind hat es verblosen. Also, gewittertechnisch ist jetzt nichts mehr. Regen ist auch nichts. Jetzt aktuell scheint draußen die Sonne wieder. Vielleicht seht ihr da was. Ja, also nichts mehr Gewitter. Aber wie gesagt, ich bin vorhin leider nicht zum Film gekommen. Es war eigentlich bloß mit dem Handy ja ganz kurze Aufnahmen, weil ich fertig werden wollte, weil man nicht wusste, kommt was oder kommt nichts. Das war eigentlich auf der Kippe gestanden und. Da war dann einfach keine Zeit mehr dafür. Ich meine, jetzt im Nachhinein, jetzt war es sich besser, jetzt hätte ich sagen können, okay, naja, da hätte ich ja tausendmal Zeit gehabt, mich umzuziehen und Kamera zu holen und die Drohne und ach, naja, ihr wisst schon, wie es ist. Wenn es eilig sein muss, dann ist so. Auf jeden Fall, das ist der Ham. Der erste Wiesen ist gemäht. Das ist drinnen, das passt. 40 Ballen ist, wie gesagt, eine schöne Menge. Vor der kleinen Wiesen, weil das sind 3500 Quadratmeter und das waren jetzt 40 Ballen Heu. Also, das ist nicht einmal bombastisch. Ja, jetzt schauen wir mal, wie die anderen Wiesen da noch ausfallen. Ich hoffe, die sind genauso gut. Dann habe ich auf jeden Fall wieder so viel aufgestockt, das langt mir dann wieder bis 2000. Ja, jetzt langt ja mein Heu auf jeden Fall bis nächstes Jahr. Dann langt es bis 2022, vielleicht sogar noch länger. Perfekt. Also passt. Gut, dann war es das an dieser Stelle mit dem Video. Tut mir leid, dass jetzt vom Rest leider nicht mehr gekommen ist. Aber wir sind ja mit Heu noch nicht fertig. Ich habe jetzt die ersten Wiesen angefangen von 4 Wiesen. Ne? Also es kommt auf jeden Fall noch was. Und da sieht man sich dann definitiv wieder. Der ein oder andere weiß, ich habe mittlerweile was gekauft. Das liegt auch schon unten. Ich denke mal, das werde ich im nächsten Video dann mit sagen. Ich sage es an der Stelle jetzt nicht. Ihr könnt es euch ja überlegen. Und dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Ich gucke mal, vielleicht schaffe ich es bis Freitag, dass noch ein Video kommt. Ich verspreche aber gar nichts. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich mache nur noch Videos, so wie es passt. Bevor ich zwei Videos die Woche raushaue, die Quatsch sind, schaue ich, dass ich lieber hochwertiger Videos mache, die ein wenig was bringen, wo ein wenig was drin zu sehen ist. Und dann passt es. Gut. Und an der Stelle sage ich jetzt dann vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Servus.